einen spannenden und attraktiven Kampf. Beide sind sehr erfahren. In unserem Training, das ist einer, der durchaus hauen kann. Beide von Beginn an hier sehr fokussiert. Da war die erste Rechte von Bühler durch. Und ein bisschen einstecken musste. Und geht aber, Ibrahim ist ein erfahrener Boxer. 31 Jahre Meisterschaft geboxt. Die Olympia-Quali von Tokio hat er damals verpasst. Das Turnier in London wegen einer blaue Ecke, aber man sieht, dass Russland wegen einer Rippenverletzung. Deswegen musste den Serhat Güler hier der Titelverteidiger. Aber Rostam Ibrahim mit einer starken zweiten Runde. Seinen Titel behalten. Und Rostam Ibrahim möchte seinen Titel wieder zurückholen. Und dann nochmal eine Runde zu gehen in der zweiten Runde. Junge, Junge, wenn das so weitergeht. Das ist ja kaum zu. Eine regelrechte Ringschlacht jetzt hier schon in der. Beide diese Nehmerqualitäten. Denn die Schläge kommen hier hintereinander. Richtig, beide achten auf ihre Technik, auf ihre Taktik, geben beide wieder Gas. Ibrahim nochmal zur Erinnerung. Und das macht ja was mit einem Atem, oder? Nichtsdestotrotz darf man sich als Boxer davon nicht irritieren lassen. Auf jeden Fall, also die Stimmung ist nicht perfekt. Güler versucht ja wieder in den Vorwärtsgang zu kommen, der Konter von Rostam Ibrahim. Guter Beginn von Rostam Ibrahim hier in der vierten Runde, die ersten Aktionen. Und wie sieht dessen Konter aus? Ja, die Rechte von Güler schenken sich hier gar nichts, vor allem lang. Das Tempo ist sehr hoch und wir haben gerade mal die vierte Runde. In diesem Kampf besonders wichtig, weil beide können wirklich hart hauen und viel hauen. Das Tempo. Nach wie vor offener Schlagabtausch, auch wenn Atem du. Die unter Kontrolle zu halten, sich nicht provozieren zu lassen und das Ganze auch nicht persönlich. So ein bisschen abgeklärter, möglich Güler diese Fans hier im Rücken hat. Die Druck aus. Entweder muss Ibrahim jetzt. Aber ich finde, Rostam Ibrahim macht das sehr gut zur Sache. Er vertraut natürlich auch auf seine Schlagstärke. Er muss aber. Sehr, sehr intensives Boxen. Natürlich diese harte Rechte, die er da immer wieder einsetzt. Jetzt versucht er es damit aufwärts. Güler baut jetzt immer weiter Druck auf. Atem hat das natürlich messerscharf analysiert. Güler ist ein exzellenter Boxer. Und da kommt die Linke durch. Du hast ja erklärt, warum das so ist. Auch hier zwei Boxer, die sich trotzdem hinterlässt, das ja auch Wirkung. Ah, die Linke von Güler und die rechte, oh, harte Hände von Serhat Güler. Und jetzt wackelt Rostam Ibrahim zum ersten Mal. Und da geht das zu Boden. Harte Linke von Serhat Güler. Und das ist das Ende des Kampfes. Gesehen, hat die Lücke gesehen, nachgesetzt, hat nicht aufgehört. Und da war der Schlag drin. Da, Ibrahim schon angeschlagen. Hallo, da hallo, die Linke, das hallo. Ist da der finale Niederschlag. Er hatte vorher schon.